Servus, grüß dich, Lukas. Servus, Jonathan. Schön, dich hier bei mir zu haben. Dankeschön, ja, freue mich auch da zu sein. Ich habe heute die Ehre, dass ich eine Premiere habe. Also, du kommst nur grenzend aus der Gastrowelt. Du kommst eigentlich überhaupt nicht aus der Gastrowelt, aber du hast etwas, was mich sehr begeistert hat, als ich dich getroffen habe auf dem Designmarkt Edelstoff. Und ich freue mich, dass du hier bist. Du bist Erfinder, also in meinen Augen bist du es. Du wirst dann gleich erzählen, ob du es wirklich bist. Du bist Sportler, aber. Weißt du was, machen wir so, nimm dir bitte 2, 3, 4 Minuten und den Leuten, die dich nicht kennen, erzähl vielleicht ganz kurz von dir, wer du bist. Ja, gerne. Also ich bin der Lukas, gerade 40 geworden. Alles Was, Gute. ja, danke, danke. Und ja, habe schon so ein paar Dinge erleben dürfen in meinem Leben und war dann irgendwann an einem Punkt angelangt, wo ich gedacht habe, hey, lass mal selber was versuchen. Also es war schon immer so ein Drang in mir, auch mal wirklich selber was in die Hand zu nehmen und zu versuchen. Und habe dann verschiedene Dinge ausprobiert, also mal gekündigt und dann begonnen, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und bin dann am Ende bei was gelandet, wo echt auch mein Herzblut dahinter steckt, weil ich auch aus dem Bereich komme. Ich habe viel Sport gemacht in meinem Leben. Ich habe fast 10 Jahre in der höchsten Hockeyliga in der Schweiz gespielt, also ein Hallenhockey. Das ist nicht Eishockey, aber aber da Cool. doch täglich trainiert. Und ja, irgendwie, als ich auf dieses Problem gestoßen bin oder auf dieses Produkt, auf diese Marktlücke, und dann noch sich gezeigt hat, dass das im Sportbereich ist, wo ich herkomme, da war dann das Feuer echt da. Und wir haben dann begonnen, eine Trinkflasche zu entwickeln. Weil im Sport, eben auch im Hockey, aber auch im Fahrrad, eigentlich überall im Sport ist es wichtig, dass man die Flasche quetschen kann. Nämlich damit du in Bewegung trinken kannst, damit du schneller trinken kannst, dass du nicht aufschrauben musst und so nippst daran, sondern dass du es eben mit dem Helm, mit Handschuhen, in Bewegung, am Fahrrad, kurze Pausen, überall hast du diese quetschbaren Flaschen. So auch ich im Hockey. Und jetzt weiß man, dass diese Flaschen, das weiß eigentlich jeder, dass die nicht so gut schmecken. So wenn es ein warmer Tag ist, wenn sich die Flüssigkeit beginnt aufzuwärmen. Und so, ich war da eben, als es losging vor 6 Jahren, hatte ich eben auch so gelernt, dass es nicht nur der Geschmack ist, der nicht gut ist, sondern dass das eben auch vom Plastik kommt, dass das Substanzen sind, die sich da rauswaschen in Plastik oder ins Wasser rein, Mikroplastik und so. Dieses ganze gesundheitliche Aspekt, der ist da bewusst geworden. Und dann kam die Frage, hey, im Sport, wo es eigentlich um Gesundheit geht, um gute Ausrüstung, um doch auch guten Geschmack, weil viele Sportler trinken gerne auch mal ein gutes Bier, einen guten Kaffee, gehen gut essen. Da gibt es eigentlich nichts, außer diese billigen Plastikflaschen, die in den 70ern erfunden wurden. Und das war für uns so nicht unglaublich in dem Moment. Und da wollten wir eine Lösung finden dafür. Leute, sorry, kurze Unterbrechung. Eine wichtige Bitte habe ich an euch. Ich mache nun schon seit einiger Zeit diese Podcast. Es geht gleich weiter. Wenn es für euch kein Problem ist und wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt mir ein Like da unten. Das hilft mir mit der Reichweite. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann ist das überhaupt super toll. Jetzt geht's weiter mit der Episode. Viel Spaß. Ich werde dir jetzt so sagen, das wird sich sehr komisch anhören, aber ich bin ein Mega-Fan. Jetzt hört sich natürlich komisch an, dass man sagt, ich bin ein Mega-Fan von einer Trinkflasche. Denn ich bin nicht der Mega-Fan von der Trinkflasche, aber ich bin begeistert von dem. Ich bin ein Mega-Fan von Spezialitäten. Ja, und von Leuten, die also ständig an der Qualität von dem arbeiten, was sie lieben. Egal jetzt, ob das Food ist oder Drinks ist oder was auch immer für anderes Stuff. Und ich hätte mir nie gedacht, ich wäre gar nicht auf dieses Thema gekommen, dass man eine Spezialitäten-Trinkflasche machen kann. Ja, und als ich das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist mein Thema, sind ja Spezialitäten. Und wie viel Gedanken man sich machen kann, wie man eine Trinkflasche besser macht, das ist das, was mich begeistert hat. Und du hast gerade erzählt, und es ist total richtig. Und es ist zwar da, aber bis jemand dieses Problem nicht anspricht, ist man sich dessen Problem nicht bewusst. Wenn ich aus Plastikflaschen trinke, das Ding schmeckt nach Plastik. Wenn ich aus Metallflaschen trinke, dann schmeckt das nach Metall. Ist absolut richtig. Ja. Ich habe das ganz oft. Meine Kinder sind jetzt 11 und 12 und 13, Entschuldigung, es sind 11 und 13. Und die haben natürlich sehr viel Sportunterricht und die haben jeder schon 3, 4, 5 verschiedene Flaschen. Und dann
gönne ich mir gerne mal einen Schluck und da bleibt einmal einer im Auto auch stehen und was weiß ich. Und dann spüre ich das, ja, ganz besonders, wenn das länger im Auto steht. Und ja, die waren begeistert übrigens von den Flaschen. Die haben die jetzt gekriegt, ja? Genau, ja, okay. Die ich denen mitgebracht habe. Sehr schön. Und bravo dafür. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert davon, was man nicht alles verbessern kann. Mhm. Aber du hast es jetzt kurz erzählt, die Einleitung, okay, wie, was, wo. Aber sag einmal, kannst du ein bisschen weiter zurückgehen? Du hast gesagt, du bist 40, du hast das vor 6 Jahren circa begonnen, also da warst du 34. Was muss man gelebt haben 34 Jahre lang, als dass man Unternehmer in spezialisierten Trinkflaschen wird? Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich glaube, nicht jeder braucht bis 34, um diesen Schritt zu wagen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 sehr angesehene Stellen. Ich war bei Hugo Boss vorher, dann bei Red Bull, dann bei Amazon. Haben verschiedene Corporates oder große Firmen kennengelernt, mhm. Starke Brands auch. Und hätte da auch gut und gerne bleiben können. Gerade Amazon schmerzt schon ein bisschen, weil da habe ich auch ein ordentliches Aktienpaket gekriegt. Und da war ich jetzt wahrscheinlich auch gut dabei, wie sich der Kurs entwickelt hat. Was hast du dort gemacht? Wie bist du dorthin gekommen? Ich habe im Musikbereich gearbeitet. Ich habe Musik eigentlich eingekauft und verkauft. Also ich habe mit den Labels den direkten Draht gehabt, mit so ein paar Majors und ein paar kleineren. Letztendlich für die Profitabilität zuständig. Also das war auch das, was dran verdient haben. Mhm. Das heißt, viele Jahresverträge und dann auch kleinere Deals verhandelt. Und in dieser Amazon-Welt halt da komplett eingetaucht. Vorher warst du bei Red Bull? Vorher bei Red Bull, genau. Okay. Dort war ich im Merchandising, also für Fanartikel, T-Shirts, Caps und so weiter. Halt für all die ganze Palette von Fußball, Formel 1, ja. Air Trinkflaschen. Race. Trinkflaschen auch, ja. genau. Okay. Und dort im Speziellen dann im Online-Bereich, also den Online-Shop mit aufgebaut. Sehr cool. Ja. Oh, hast du vorher studiert? Muss man studiert haben, um solche Stellen zu bekommen? Ich meine, ich stelle mir vor, das sind alles Traumjobs, die du hier aufgezählt hast. Ja? Wie kommt man dorthin? Ich glaube, studiert muss man nach wie vor. Ich glaube, da schauen die Personalabteilungen schon noch drauf. Ich glaube, bei diesen großen Firmen gibt es einfach diese Hürde, dass du irgendeinen Abschluss mitbringen musst. Ob der jetzt von einer Privatuni ist oder von einer größeren, spielt dann keine Rolle. Aber irgendeinen Zettel musst du haben, glaube ich. Okay. Das ist immer noch sehr, sehr alt, glaube ich. Ich hatte dann, glaube ich, echt ein bisschen Glück bei Hugo Boss, das war also meine erste Stelle im E-Commerce, also im Online-Handel. Mhm. Da war gerade so, die sind umgezogen aus Deutschland in die Schweiz mit der ganzen E-Commerce-Abteilung mhm. und ich habe diesen Umzug gemanagt. Das war so mein erstes großes Projekt und wurde dann dort Projektmanager für E-Commerce-Projekte, so Rollouts, also neue Länder angebunden. Mhm. Oder Business Development im E-Commerce und das war dann auch das, was Red Bull gesucht hat, und das war halt auch eine Zeit, wo oder ist wahrscheinlich auch heute noch, das Online-Geschäft, das wächst ja nach wie vor und wenn du da ein bisschen Erfahrung mitbringst, dann glaube ich, stehen dir viele Möglichkeiten offen. Ja, jetzt bist du ja auch ein online-basiertes Business, nicht? Mehrheitlich schon noch, ja. Okay, also du hast in deinen Stellen vor deiner Selbstständigkeit auf jeden Fall viel mitnehmen können für deine Selbstständigkeit. Ja. Erzähl ein bisschen von dem Moment, wo du entschlossen hast, dass du jetzt bei Amazon aufhörst und dass du jetzt selbstständiger Unternehmer wirst. War das für dich riskant? War das für dich klar? Wie war das für dich? Amazon war richtig heftig. Also das ist auch so ausgelegt, dass da eher immer zu wenig Leute sitzen für zu viel Arbeit und dass es aber Leute sind, die solche Situationen mögen, die dann, wenn sie viel bewirken können, oder das ist ja, wenn es zu wenig Leute gibt für viel Arbeit, das ist mal im ersten Gedanken negativ, aber man kann das auch als Chance sehen, viel, viel bewegen zu können. Und so ist es bei Amazon grundsätzlich die Einstellung, dass sie halt lieber weniger Leute haben, die motiviert sind durch viel Arbeit. Und ich war da echt an einem Punkt, eben ich hätte auch da wahrscheinlich nochmal einen nächsten Karriereschritt machen können, aber
kam dann auch eben der Moment, wo ich mich gefragt habe, will ich, also ich merke, ich kann was aufbauen, ich habe Projekte gemanagt, ich habe verschiedene Disziplinen zusammengebracht, ja, vom Produkt über Zahlung, Logistik, Operations, viele verschiedene Bereiche zusammengehalten und mir gedacht, hey, warum soll ich das immer für jemand anders machen? Warum nicht mal was versuchen? Wir sind hier Österreich, Deutschland, Schweiz in einer sehr privilegierten Situation, dass du hast dieses Sicherheitsnetz. Viele sind sich dessen nicht so bewusst, aber... Das wäre meine nächste Frage gewesen. Welches Sicherheitsnetz hast du gesehen? Weil es hört sich jetzt für mich so an, als ob das eine plötzliche Erleuchtung für dich war, dass du dich jetzt selbstständig machst und du eigentlich die 10 Jahre davor jetzt das gar nicht im Kopf hattest, richtig? Ja, man spielt natürlich schon immer so mit Geschäftsideen und so, aber so richtig konkret war es vorher nicht. Ich wollte echt mal in diese attraktiven Firmen gehen, diese Brands kennenlernen. Und natürlich hat man immer so ein bisschen mit Geschäftsideen gespielt, aber wirklich den Entschluss zu fassen, jetzt kündig und jetzt ja, konzentriere ich mich mal auf was Eigenes, das ist so... Ja, so im letzten halben Jahr, gereift eigentlich meiner beruflichen Tätigkeit. Bei Amazon noch? Ja. Also hast du dann angefangen, ich möchte ein bisschen über dieses Sicherheitsnetz reden, das du erwähnt hast. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Ich glaube, das ist für viele, die gern was probieren würden, sich nicht trauen. Sicherheit ist, glaube ich, ein sehr großes Thema. Also was passiert, wenn ich es nicht schaffe und so weiter. Hast du angefangen, deine Idee zu recherchieren und aufzubauen, während du noch einen Job hattest? Oder hattest du eine Art von Sicherheitsnetz, wo du dir gedacht hast, okay, ich möchte mich zuerst komplett frei machen und mich dann all in um dieses Ding kümmern? Bei mir war es effektiv so, dass ich den Cut gebraucht habe, um wieder einen freien Kopf zu kriegen und erst dann auf Ideensuche gemacht habe. Aber also Ideen, ich glaube, man muss dann schon auch ein bisschen weitergehen, nicht nur die Idee, sondern man muss auch wirklich über die Produktion oder die Programmierung oder über und danach den Vertrieb, man muss schon so ein bisschen ein Business Case zeichnen und das, weil dann wird schnell klar, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber wenn ich nochmal zurück könnte, dann hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Job gesucht, wo ich noch mehr Energie gehabt hätte am Abend, mich um eigene Dinge zu kümmern. Mehr freie Zeit? Ja, weil bei Amazon war das nicht möglich. Das ist wirklich intensiv. Und okay. Da kommst du nicht, da brauchst du das Wochenende, um dich zu erholen. Heißt das, dass du gekündigt hast, ohne noch von der Trinkflasche zu wissen? Das heißt, du hattest noch keine Ahnung, was es wird und so weiter. Du wusstest nur, du möchtest etwas für dich selber machen. Ja. Ich hatte auch ein ganz anderes, verrücktes Projekt. Also ich hatte eine Idee und habe dann gekündigt. War mir schon bewusst, dass diese Idee vielleicht nicht die letzte ist. Aber ich habe eigentlich was anderes machen wollen, als ich gekündigt habe bei Amazon. Mhm. Und habe dann das erstmal verfolgt, bis ich auf die Trinkflaschen-Problemstellung gestoßen bin eigentlich. Okay. Ja, das war was komplett anderes, also wirklich ziemlich verrückt. Ich habe, ich weiß nicht, ob das spannend ist, aber ich habe mitgekriegt, dass in Indien jetzt die Helmpflicht eingeführt wurde. Helmpflicht für die Mopedfahrer, also okay. Für alle. Und das in Indien... Da gibt es ja gefühlt 17 Milliarden Mopeds. Wahnsinnig viel. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber wirklich viel. Okay. Und in Indien sind die Haare nochmal ganz ein anderes Statussymbol oder haben eine ganz andere Wichtigkeit als bei uns. Ich glaube, das ist sogar auf religiöser Ebene so. Ist das richtig? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es nicht aus Filmen irgendwann mal gehört zu haben. Ich weiß es nicht. Also ja, das stand auch aus in dem Artikel, wo eben sie über diese Helmpflicht geschrieben haben, dass jetzt viele Inder die Sorge haben, dass sie durch das Tragen des Helmes Haarausfall bekommen. Okay. Weil, ja, anscheinend verbinden die Helmtragen mit Haarausfall. Zu einem gewissen Grad stimmt das auch, weil diese Helme sind wahrscheinlich nicht immer so sauber und da gibt es wahrscheinlich mal einen Ausschlag und du schwitzt sehr stark, wenn es heiß ist drunter und es sind schmutzig und so. Ist vielleicht nicht das Beste für die Kopfhaut, aber so direkt den Link zum Haarausfall würde ich nicht machen. Und meine Idee war es eigentlich,
wenn jemand da draußen diese verfolgen will, gerne. Ich kann auch gerne meinen Business Case da zur Verfügung stellen, weil ich bin bei den Flaschen jetzt zu Hause. Aber meine Idee war es, ein Spray zu entwickeln, den man in den Helm rein sprayt und der dann vor Haarausfall schützt. Okay. Also eigentlich ein Deo unterm Strich. Ein Haarausfall-Deo. Für indische Mopedfahrer. Also, ich sage dir jetzt, was ich spannend finde an dieser Geschichte, und ich danke dir, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde Folgendes spannend. Du machst jetzt gerade etwas, wo ich selber spüre, dass du das für dich nutzen kannst und dass du eine gewisse Art von Leidenschaft, jetzt natürlich nicht die intensive große Liebesleidenschaft, aber eine Leidenschaft für die Verbesserung hast. In der Trinkflasche. Das heißt, du erlebst das Problem. Du arbeitest an dem Problem. Du hast dieses Problem. Mhm. Du löst dieses Problem. Bei dem anderen Ding ist es mehr eine Chance. Man riecht eine Opportunity. Man riecht einen Business Case. Ich weiß nicht, ob du das so leidenschaftlich umgesetzt hättest. Ja. Ich finde, der ganz große Unterschied zwischen diesen zwei Sachen, okay, wenn du es jetzt vielleicht runterrechnen würdest, was würde mehr Geld bringen irgendwann einmal? Weiß ich nicht, wer gewinnen würde. Aber Indien ist verdammt groß. Aber das hier funktioniert und wird noch mehr funktionieren und wird immer besser funktionieren, weil du wirklich dahinter bist. Mhm. Erkennst du dich wieder in dem, was ich sage? Absolut, absolut. Ich hatte es vorher gesagt, da ist mein Herz im Sport und es ist wirklich ein Problem. Wir lösen wirklich ein Problem, das existiert. Wohingegen, ich meine, das andere Problem mit dem Haarausfall existiert in den Köpfen vielleicht. Weißt du? Und ja. Man kann sich schon einreden, dass ein Deo vielleicht den Helm frischer hält. Und dann deswegen, das hört sich für mich extrem nach Geldmacherei an. Das ist schon ein Marketingprodukt. Am Ende. Und es ist Indien, ich kenne den Markt nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch sich in einem Markt, in einem Umfeld bewegt, wo man was versteht davon. Man kann vieles lernen, aber wenn du mit dem Herzen dabei bist und in diesem Sportbereich, ich war auch so lange da drin als aktiver Sportler, mhm. Dass man ein Produkt oder ein Problem findet in einem Bereich, wo man echt sich auch vorstellen kann, 10 Jahre drin zu arbeiten. Ja. Und das ist Indien wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, aber ich finde es fantastisch, wie man von einer Information, und zwar in Indien wird die Helmpflicht eingeführt, wie man das sofort als Chance, weil man geht mit verschiedenen Brillen durch die Welt, ja, und man kann jede Art von Information aus verschiedenen Perspektiven sehen, und dass man so eine Headline, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das irgendwo in der Zeitung liest oder keine Ahnung, wo auch immer man diese Information herbekommt, aber ich glaube, von 1 Million Menschen würden sich 1 Million Menschen nicht denken, okay, da gibt es jetzt eine Business-Chance. Ja. Vielleicht einer oder zwei würden sehen, okay, hier gibt es jetzt eine Business-Opportunity. Ja, ja. Das ist schon so ein Mindset, glaube ich auch, dass man so ein bisschen mit den offenen Augen durch die Welt geht. Ja. Und Mit einem Open Mind auch. Mhm. Ja. Also, dass man sowas, ich meine, man muss die Art von Leben leben, ja, genau, man muss diese offenen Augen haben, als dass man sowas erkennt, mhm. Richtig. Ist eine Mindset-Sache, ja. Auf jeden Fall. Absolut. Aber ein größeres Bravo dafür, dass du es nicht gemacht hast. Wirklich. Ja, ich weiß nicht, wo wir heute wären, gell? Also wahrscheinlich in Indien. Wahrscheinlich in Indien, ja. Anstoß war auch, dass ich war dann in Salzburg zu dem Zeitpunkt, mhm. Bin von Salzburg eigentlich nach München gependelt zu Amazon, Wochenende in Salzburg, und habe auch mitgekriegt, dass da viele Bollywood-Filme im Salzburger Land aufgezeichnet werden. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja, da machen sie viele halt in einer schönen Bergkulisse. Okay. Und meine Idee war, dass ich da hingehe und irgendeinem Bollywood-Superstar diesen Spray in einer Drehpause in die Hand drücke und der sprayt da einmal in den Helm rein und ich nehme das auf und habe dann schon das geile, okay. Den geilen Werbeclip, mit dem ich dann in Indien durchstarten kann. Okay. Aber ja, also, weißt du, das hört sich jetzt an, also du warst damals weit nach 30, nicht? Also du hast bei Amazon bereits aufgehört und so weiter. Und das hört sich alles so an. Also du musst einen extrem jugendlichen Spirit in dir haben, weil diese Ideen hört. Ich habe solche Gespräche gehabt, da war ich 18, 19, 20, weißt du? Und da hat man hoffenweise solche Ideen. Ja, ja, aber manchmal, also klar, ja, es klingt verrückt und ich erzähle das natürlich auch teilweise jetzt zur Unterhaltung, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man so ein bisschen frischen Blick auf die Dinge behält und so diese verrückten Ideen nicht komplett verwirft. Weil ich glaube, es war dieselbe Perspektive und dasselbe Mindset, das du angewendet hast, das dir die Erkenntnis gegeben hat, dass die Trinkflaschen deine Möglichkeit sind. Ja.
ohne dem hättest du das nicht bekommen, nicht? Ja, sicher. Sicher. Ja. Nein, das, dies, ja. Okay. Diese, Lukas, lass mich dich kurz, bevor ich vergesse, lass mich dich kurz zurückbringen auf das Thema des Sicherheitsnetzes. Ja, trotzdem ist es Fakt, dass du zuerst gekündigt hast und dann geschaut hast, was du machen willst. Wie kann man sich so etwas leisten? Also wie sollte man sich vorbereiten, Unternehmer zu werden? Welche Angst sollte man nicht haben? Weil für mich hört es sich danach an, dass du erstens einmal gut aufgestellt warst, einerseits, aber andererseits dir bestimmte unrealistische Ängste nicht gemacht hast, also nicht gehabt hast. Ja. Erzähl ein bisschen darüber, über dieses von dir gesehene Sicherheitsnetz. Ja, also das Sicherheitsnetz 1, Sozialstaat, da leben wir in einem. Das Sicherheitsnetz 2, Ersparnisse. Ich hatte schon ein bisschen was gespart, nicht wahnsinnig viel und war sofort alles verbrannt für das Flaschenprojekt, aber da war was da. Und das ist Sicherheitsnetz Nummer 3, dass ich jetzt doch einen Lebenslauf habe, der mir es ermöglicht, relativ schnell irgendwo wieder einen Job zu finden. Ja. Das war so meine Überlegung. Ich glaube, Nummer 3 ist etwas, was viele nicht glauben, dass man schnell wieder einen Job findet. Ja. Und ich glaube, dass das oft überschätzt wird, beziehungsweise unterschätzt wird. Ja. Ja, also, dass man relativ schnell eigentlich einen Job wieder finden kann, wenn man sich, wenn man die Einschnitte hinnimmt, dass man halt ein bisschen weniger jetzt verdient oder dass man halt einmal weniger im Monat essen geht oder sowas, dann sollte es eigentlich nicht so schwer sein, wieder einen Job zu finden. Nein, absolut. Und ich glaube, dass auch ein Schritt in die Selbstständigkeit, dass das einfach auch vom zukünftigen Arbeitgeber als was Gutes gesehen wird. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn sich bei mir jemand vorstellen kommt und sagt, er hat diese und diese Versuche schon gemacht, dann werte ich das auf jeden Fall. Ja. Absolut. Was eben schon ist, natürlich in gewissen Corporates oder großen Firmen, da tun sich die Personalabteilungen manchmal schon schwer mit irgendwelchen unregelmäßigen Lebensläufen, sag's mal so. Ja. Was ich und anscheinend auch du eher als positiv erachten, und ich glaube, das wird sich auch wandeln. Wir das kleinere, dynamischere Unternehmen sind. Ja, also große Corporate, die werden sich wahrscheinlich denken, okay, der ist wahrscheinlich schnell wieder weg. Oder der wird ein Problem mit Autorität haben. Mhm. Das sind so die zwei Standard-Sorgen, die man hat, wenn man jemanden einen Lebenslauf in der Hand hat, wo er Selbstständigkeit drinstehen hat. Aber wenn das so ist, dann ist das wahrscheinlich auch ein Job oder ein Corporate, ein Umfeld, wo du gar nicht hin willst. Wenn die nicht wertschätzen, dass du selber mitdenkst und Verantwortung übernehmen willst, dann ist es auch nicht der richtige Job oder das richtige Umfeld. Dann ist auch okay, wenn sie dich nicht nehmen. Wahrscheinlich ist das richtig, ja. So, jetzt gibt es 2, 3 interessante Facts zum Start. Natürlich gibt es diesen ganzen technischen Teil, also wie kommt man überhaupt darauf, dass man so etwas verbessert oder woher kriegt man das Wissen, überzeugt zu sein, dass es funktionieren wird und dass man halt nur den Weg finden muss. Das ist der eine Teil, der technische Teil. Was mich jetzt viel mehr interessiert, ist der unternehmerische Teil. Wie setze ich es um? Wie boxe ich das Ganze finanziell durch? Und so weiter. Jetzt weiß ich habe ein bisschen recherchiert, dass du da mit Crowdfunding experimentiert hast. Erzähl ein bisschen darüber, weil ich glaube, Crowdfunding ist ein sehr unterschätzter Way of working. Mhm. Denke ich auch. Allerdings, ich glaube, ich eignet sich Crowdfunding in erster Linie für physische Produkte. Mhm. Wenn du ein digitales Produkt hast oder eine Plattform oder auch ein B2B-Produkt, dann ist natürlich Crowdfunding nichts. Aber wenn du wirklich was Physisches machen willst, dann würde ich schon recht bald mal so eine Crowdfunding-Kampagne ins Auge fassen. Mhm. Ist immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, eine gewisse Sicherheit, dass du das Ding auch produziert kriegst, muss schon da sein, aber ich würde auch nicht zu lange warten, weil es geht ja beim Crowdfunding auch darum, ein Marktfeedback zu kriegen. Also natürlich Finanzierung, Vorfinanzierung, aber du kriegst auch mega viel Feedback und Fragen zum Produkt und du kriegst ein Gefühl dafür, wie groß ist der Markt, wie groß ist die Nachfrage, welches Feature, das ich mir ausgedacht habe, ist vielleicht gar nicht so relevant wie das andere. Aber dann würde ich definitiv so eine Crowdfunding-Kampagne ins Auge fassen. Bei uns war die Entscheidung gekommen, dass wir das machen wollen, als wir den Deal mit dem Produzenten hatten.
Für die Produktion der Kigo braucht es eine eigene Produktionsanlage. Also wirklich ein sehr hohes Investment oder eine sehr hohe Hürde. Und dass wir, ja, als wir den Deal hatten, dass wir so eine Maschine kriegen, da haben wir uns entschieden, jetzt dem Baby auch einen Namen zu geben, ganze Brand auszudenken und Prototypen zu fotografieren, zu filmen, mit dem wir dann die Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Okay, und das Funding findet so statt, dass du eigentlich Produkte im Voraus verkaufst, nicht? Genau, es ist eigentlich eine Vorbestellung. Das sind eigentlich Vorbestellungen. Also rein buchhalterisch gesehen ist es schon so, dass die Leute dir eine Spende geben und du versprichst ihnen, wenn das Projekt erfolgreich ist, dass du ihnen auch das Produkt, das dabei rausgekommen ist, dann schickst. Ja. Die Leute verstehen es als Vorbestellung. Juristisch gesehen ist es eine Spende und im positiven Fall kriegen sie dann noch was zurück. Okay. Das heißt, auch wenn es nicht klappen sollte mit der Entwicklung oder mit der Produktion, musst du das Geld nicht zurückgeben. Mhm. Das ist wirklich da, um das Ding zum Leben zu erwecken. Buchhalterisch kann das aber trotzdem gegengerechnet werden, wenn du dann die Ware auslieferst. Wenn du dann auslieferst, dann also wir haben es schon so als Forderung gebucht und dann mit Lieferung wieder ausgebucht. Mhm. Aber hätte es nicht geklappt, dann hätte jetzt niemand, der uns da unterstützt hat, irgendwie ein Recht geltend machen können. Dass deswegen die juristische Version der Spende, genau, damit das sichergestellt werden kann. Ja. Jetzt habe ich auf eurer Website gelesen, dass das Ziel mal 10 übertroffen wurde. Ist das richtig? Ja, also was für ein geiles Gefühl muss das sein, bitte, wenn man da einen Betrag möchte und man bekommt dann 10-mal so viel. Ja, es war Wahnsinn. Also wirklich, wir hatten das Ziel, die 25.000 hatten wir schon am ersten Tag. Ist wirklich, also wir haben natürlich auch so ein bisschen vorbereitet, wir haben eine E-Mail-Liste, E-Mail-Adressen gesammelt schon vorher, damit wir einen guten Start haben, weil das ist ganz wichtig. Wenn du einen guten Start hast, dann wirst du automatisch auf diesen Plattformen, Kickstarter, Indiegogo und was da sonst gibt, wirst du automatisch schon hoch gerankt. Das heißt, Leute, die einfach nur mal reingehen und sich schauen, was gibt es gerade für Projekte, dass die dich dann auch sehen, weil dann gibt es so eine Spirale, oder? Dann stoßen auch Leute auf dich, die sonst noch nichts gehört haben. Und und dann sind Blogs aufgesprungen, das Thema hat super Fahrt aufgenommen, haben echt viele coole Artikel und Berichte gekriegt von riesigen Medien zum Teil und am Ende, ja, wirklich übers Zehnfache. Also wir sind fast bei 300.000 Euro gelandet an Vorbestellungen oder an Spenden. Wow. Also war richtig. Für mich ist Crowdfunding ist ja nichts anderes. Mein Lieblingsthema ist Community. Das, was wir hier eigentlich am allermeisten machen, viel mehr als dass wir Cafés präsentieren, ist, wir bauen eine Community. Und Crowdfunding ist Arbeiten mit der Community. Absolut. Und auch Aufbauen der Community. Absolut. Und ich finde es fantastisch, solche Sachen umzusetzen. Du hast gesagt, dass du vorher eine E-Mail-Liste gesammelt hast. Erzähl vielleicht ganz kurz, wie du das gemacht hast und wie sich dann diese Community über das Crowdfunding vergrößert hat, weil diese Community ist ja geblieben, nicht? Absolut, und das ist, wie du sagst, das ist das A und O, diese Community an Leuten, die das Projekt unterstützen, mit denen zu reden, die dazu zu bringen, es ihren Freunden zu erzählen und einen Post abzusetzen. Und also ganz, ganz simpel, man startet damit, dass man eine Homepage, eine Landingpage aufsetzt, eine Seite, wo ein bisschen was zum Produkt erzählt wird, so die wichtigsten Vorteile kommuniziert werden. Und dann hat es dort einfach ein Feld, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen kann. Und da steht dann, melde dich hier an und du wirst erfahren, wenn es losgeht und du wirst einen Spezialpreis kriegen. Mhm. Und das ist so zur Vorbereitung ganz wichtig, dass man eine E-Mail-Liste von, sag mal so, mindestens 1.000 Leuten schon mal hat. Wie kriegst du deine ersten 1.000? Das ist dann, sind natürlich schon viele Freunde, Familie, die da drauf kommen. Und da haben wir schon auch mit Anzeigen auf Facebook, Instagram und sonst wo haben wir gearbeitet. Ich finde das auch richtig. Ich finde das auch richtig, weil es ist extrem zeitsparend und du findest sehr treffende Leute. Ja. Ich glaube, viele Leute haben einen, die denken sich dann, das sind gekaufte Leute oder was auch immer. Aber sind sie ja gar nicht. Du hast einfach nur dafür gesorgt, dass die richtigen Leute, die Leute, die sich dafür wirklich auch interessieren, auf die Seite von kommen. Dir hören. Ja, absolut, ja.
Ja, und die sind dann da und mit denen kannst, also die kriegen dann die E-Mail, die stoßen dann den ersten Schwung an, so wenn es dann losgeht. Ja. Und dann ist schon eben ganz wichtig, dass man denen auch irgendwie was zurückgibt, dass man ihnen sie involviert halt auch in den Entwicklungsprozess. Das sind Leute, die wissen schon, wie das funktioniert mit dem Crowdfunding und dass es da Risiken gibt, dass es da eine junge Firma ist, die was Neues entwickeln will, die gute Absichten hat und die wissen auch, dass unter Umständen die noch ein bisschen blauäugig sind und noch in viele Probleme reinlaufen werden, aber die wollen einfach Teil des Prozesses sein. Ich glaube, ihr habt da einen Sweet Spot getroffen, was das Geld betrifft. Ich habe gelesen, dass ihr ein bisschen mehr als 3.000 Leute hattet, die beim Crowdfunding mitgemacht haben. Du hast es gesagt, das waren knappe 300.000 Euro, also etwas unter 100 Euro pro Person. Ja. Mhm. Das riskiert man gerne, wenn man eine Sache hat, wo man sich dann erstens einmal, wo man das die Produkte dafür bekommt, die diesen Wert auch haben, nicht? Mhm. Und es ist jetzt nicht die Welt, wenn man 100 Euro verliert, nicht? Ja, absolut, ja. Also am Ende waren es doch, also es war der durchschnittliche Unterstützungsbetrag war doch unter 100 und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man eine Möglichkeit schafft, da einfach dabei zu sein, dass man jetzt nicht die 100 Euro unbedingt in die Hand nehmen muss. Ja, also dass einfach für jeden so ein bisschen was dabei ist. Auch jemand, der jetzt da nicht, der einfach Teil des Prozesses sein will, das cool findet, aber jetzt noch nicht zu viel Geld da beisteuern will, dass es auch für die eine Möglichkeit gibt. So. Das mit der Community ist, wie gesagt, mein Lieblingsthema und ich finde es super, wenn man einmal, ich habe jetzt kurz, während du erzählt hast, habe ich mir im Kopf, ich habe immer solche im Hinterkopf, öffnen sich immer Tabs und Projekte und ich habe jetzt überlegt, wir haben eine Community von ungefähr, auf Instagram jetzt nur von 40.000, davon sind ungefähr 25.000 aus Wien. Wenn ich jetzt ansagen würde, dass wir ein eigenes Café zum Beispiel aufmachen, einen eigenen Brunch-Spot und ich jetzt anfangen würde zu sagen, okay, jeder, der uns hilft und 500 Euro investiert, bekommt ein Golden Ticket und kann forever gratis Kaffee trinken. Ja, absolut. Ich habe noch keine Antwort auf diese Frage, aber du hast mich gerade inspiriert. Vielleicht absolut. Werden wir ich habe einen Freund in Zürich, der hat einen Café aufgemacht oder eine Bar mehr. Der hat einen Schiffscontainer ausgestaltet auf einem kleinen Platz. Und viele Freunde haben da dann unterstützt auch. Die haben jetzt ein Lifetime-Ticket. Die kriegen das erste Bier einfach immer umsonst, wenn sie vorbeigehen. Okay. Und das erste Bier bei jedem Besuch? Ja. Für immer? Ja. Sehr cool. Ja. Und so hat er das komplette Ding finanziert? Ich weiß nicht genau, wie die Finanzierung sonst noch, ob das gereicht hat und wie das noch sonst zusammengekommen ist. Aber es hat, glaube ich, schon einen ordentlichen Beitrag geleistet. Ja. Ich glaube, diese Golden Tickets sind ein viel zu wenig genutztes Ding. Ist ja auch nichts anderes als Crowdfunding, nicht? Ja, genau. Ja, na, müssen wir mal vielleicht noch einmal kurz drüber reden, wenn wir die Mikros ausschalten. Gut, lass uns kurz zu dem Moment kommen, wo du verstanden hast, okay, ich gehe jetzt all in, ich ziehe das jetzt durch, ich glaube jetzt daran. Wo ist der Moment gekommen, wo du, ich meine, es war irgendwann mal eine Idee, du hast ein Problem gesehen, du hast eine Idee, wie man das eventuell lösen könnte, du hast überprüft, okay, so würde es funktionieren. Wann hast du gesagt, okay, jetzt machen wir ein Ding draus, jetzt machen wir eine Firma draus, jetzt ziehen wir das durch? Ich kann mich noch gut erinnern, also nur ganz kurz, wir wollten dieses Problem lösen, dass du beim Zusammendrücken der Flasche oder beim Schnelltrinken, dass du nur Plastik hast. Niemand will Plastik, weil es schlecht schmeckt und potenziell ungesund ist. Wir haben dann versucht, Balge-Faltsysteme, Pumpsysteme, Zylinder-Kolben-Prinzip in einer harten Flasche, haben ganz viele verschiedene Ansätze probiert, um dieses Problem zu lösen. Oftmals eben recht komplizierte Mechanismen auch, wo dann die Flasche am Ende schwer war. Dann wurde klar, ich konnte dann immer wieder mit Sportlern reden, von Red Bull auch, Profis und so und die Materialchefs und so. Und die haben gesagt, hey, die Flasche, wenn die gesünder ist, wenn die besser schmeckt, alles top, aber die darf in der Usability, in der Nutzung, darf sie nicht schlechter sein, sonst nehmen wir sie nicht. Also dieses Quetchable muss dabei bleiben. Genau, also da wurde klar, es muss eine Materiallösung her. Mhm. Und da haben wir dann mit der Uni Leoben begonnen, Materialsamples zu entwickeln, die elastisch sind, aber eben reines Material und nicht ein Plastik haben und sind dann bei so einem Schichtaufbau gelandet, so ein Sandwich-Verfahren und halt die letzte Schicht ist dann ein reines Titan,
Also eine dünne Schicht wie eine Folie, aber die genau das tut, was sie soll. Sie schützt die Flüssigkeit dann. Und Unileoben war top, aber das sind auch Forscher und die wollten dann echt Grundlagenforschung machen und da wären wir heute noch dran wahrscheinlich. Okay. Das Ding dann wirklich in die Realität zu überführen, in ein Produkt zu überführen, das auch bezahlbar ist und dass man in größeren Mengen produzieren kann, das war so die größte Hürde, eine Firma zu finden, auch die das machen will, weil wenn du auf mit einer tollen Idee aus deiner Sicht auf Firmen zugehst, oftmals triffst du da auf einen Sales Manager, auf einen Business Developer noch im besseren Fall, die wollen sich nicht die Finger verbrennen mit dem Startup. Die sagen, hey, in 2-3 Jahren will ich befördert werden, ich weiß, in 2-3 Jahren fliegt noch kein Startup, habe ich nichts davon, in die Schublade rein. Und so ist es uns auch gegangen. Wir haben fast an die 100 Firmen kontaktiert und letztendlich fündig geworden in Dänemark bei einem kleinen Familienbetrieb, die aber sehr spezifisch, die bauen Komponenten fürs CERN, für den Teilchenbeschleuniger. Ja, und auch in Grenoble und so weiter. Ja, also ja. Sie sind schon so high-tech, wie es geht. Also okay. Wirklich. Ja, viel mehr high-tech als das CERN werden wir nicht finden. Ja. Ja. Und hatten Glück, und das war auch echt eine glückliche Story, dass eine inhabergeführte Firma ist noch immer, ja. 30 Mitarbeiter, aber absolut in der Lage, so ein Ding zu produzieren. Und ich dann, ja, und die dann, die haben dann sich zurückgemeldet. Ich hatte eigentlich schon nicht mehr daran geglaubt, dass ich nochmal was höre, dass ich eine Firma finde, die bereit ist, dieses Produkt zu machen für uns. Ja. Dann haben die sich aus dem Nichts wieder zurückgemeldet und gesagt, hey, wir können es mal versuchen, wir können mal ein paar Prototypen machen. Und als ich diese Prototypen in der Hand hatte, das war so der Moment, wo ich gesagt, okay, das müssen wir jetzt hinkriegen. Das ist jetzt schon die dritte Generation, nicht? Die vierte. Die vierte Generation. Da ist Metall drinnen und man kann es trotzdem quetschen. Genau, das ist eben dieses mehrschichtige Verfahren. Innen ist reines Titan, außen ist Kunststoff. Und dann haben wir so Vermittlerschichten dazwischen, die das Ganze zusammenhalten, dass das auch all diese Belastungen mitmacht. Und als diese Firma sich gemeldet hat mit den Prototypen, das war der Moment, wo du gesagt hast, okay, wir ziehen das durch. Ja, jetzt ist all in, jetzt geht's los. Ja. Jetzt machen wir dieses Ding. Ja, ja. Und hast du danach erst auch die Firma gegründet? Oder? Schnell zurück überlegen. Nein, ich habe vorher schon, ich war nach Amazon, war ich dann beim AMS in so einem Gründerprogramm. Ja. Da gibt es vom AMS auch so eine Selbstständigkeitsschiene. Und am Ende dieser Schiene musste ich dann schon gründen und hab dann ein Personenunternehmen gegründet. Ja. Und das bestand dann schon zu dem Zeitpunkt. Okay, aber die GmbH erst nachdem du All-In warst, sozusagen. Ja, ja, ja. Sehr cool. Ja, nein, das war ein großer Moment. Die Anlage, die wir dann, wo wir uns dann ausgemacht haben, dass die gebaut wird, die stand dann aber erst fast ein Jahr später als vereinbart. Deswegen waren wir so brutal im Verzug mit dem Liefern der Flaschen für die Kickstarter-Backer auch. Okay. Über ein Jahr länger gebraucht. Ich glaube, es wäre eine große Enttäuschung, wenn es mal ein neues Produkt gibt, das keine Lieferverzögerung hat. Das gehört ja zum Image dazu, das muss ja sein. Ja, voll. Aber war schon ordentlicher Druck, weil eben 3.500 Leute, die dann zum Teil hartnäckig wissen wollen, wo steckt ihr, was macht ihr, wo ist mein Geld? Aber alle haben ihr Produkt bekommen? Ja. Okay, und wie viele Kigos gibt es mittlerweile auf der Welt? Auf der Welt sind wir jetzt dann bei etwa 30.000. Okay, also noch sehr viel Potenzial nach oben. Ja, schon noch. Okay, also wir haben jetzt von dem Moment gesprochen, wo du All-In gegangen bist, wo der Prototyp in deiner Hand war das erste Mal. Dann haben wir vorher noch über ein bisschen Crowdfunding, also Crowdfunding als Community Building gesprochen. Und jetzt habe ich dich auf einer Messe kennengelernt, wo du persönlich gestanden bist und persönlich die Produkte erklärt hast und mit den Leuten geredet hast. Zwei wichtige Themen möchte ich jetzt noch mit dir besprechen. Das eine Thema ist, möchtest du im Direct-to-Consumer bleiben? Möchtest du immer so arbeiten und immer selber mit deinen Community-Mitgliedern zu tun haben? Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, wie schaut der zukünftige Community-Aufbau bei euch aus? Bleiben wir vielleicht zuerst bei dem Business-Part.
Wie machst du den Vertrieb in Zukunft? Bleibst du bei dem Way of Working, so wie du mir die Flaschen auch angeboten hast? Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube, man sieht es von so vielen Marken, die jetzt wieder stärker ins B2C gehen, zurück. Also ich glaube, Adidas, Nike, die wollen bis in ein paar Jahren wieder 80% selber machen und beliefern einfach die Läden nicht mehr, weil die merken, die Community ist so wichtig, dass das Feedback einfach diesen direkten Draht zu haben zu den Leuten. Mhm. Es ist für die Interaktion extrem wichtig, fürs Feedback extrem wichtig. Natürlich auch mit der Verbesserung von Online-Absatzmöglichkeiten über Amazon, über einen eigenen Webshop. Also die Leute lernen das auch immer mehr kennen, immer jetzt gerade auch durch die Pandemie beschleunigt. Die Leute bestellen mehr online. Ich glaube, das ist definitiv der Weg, den man einschlagen sollte. Ich glaube auch, dass es mit den logistischen und mit den technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit einfach das bessere Business ist. Ja. Ja, und man kann das Ganze outsourcen. Die Prozesse können schon so billig organisiert werden, dass man dann somit einfach die qualitativ hochwertigere Beziehung einerseits und zweitens das bessere Business mit der besseren Marge und so weiter hat. Nicht? Absolut, absolut. Aber trotzdem, glaube ich, sind, auch wenn jetzt online die Zukunft ist, glaube ich, sind so Events schon auch mega wichtig, weil unser Produkt, dass da Titan drinsteckt und was da alles drinsteckt, das ist eine, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie lange schon geredet, aber es steckt wahnsinnig viel drin in dem Produkt und man sieht es ihm nicht direkt an. Mhm. Das heißt, diese Story rüberzubringen, ich glaube, da sind die persönlichen oder die physischen Kontakte an einer Messe oder an einem Event oder so, sind schon auch ganz wichtig. Ich glaube, es sind auch sehr starke Multiplikatoren, weißt du, weil wenn du dieses Gespräch mit mir nicht geführt hättest, wärst du jetzt nicht hier. Ja. Und wahrscheinlich wird es irgendwann einen Moment geben, wo ich meiner Community davon erzählen werde, nicht? Und so. Das hätte alles nicht stattgefunden, wenn du dir nicht die Zeit genommen hättest. Ja. Wenn ich dort gefragt hätte, hey, gehört das Ding dir? Dann hörst du normalerweise die Antwort, nein, ich arbeite hier nur. Ja. Mhm. Aber wenn du wirklich mal den Chef kennenlernst, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ja, sicher. Und wie siehst du die Möglichkeiten, weil wir haben noch gar nicht über mein zweites Lieblingsthema gesprochen, und zwar ist das Social Media. Und Social Media in Verbindung mit Community, das ist natürlich die optimale Kombination. Das ist das, was wir jeden Tag, den ganzen Tag machen. Und bei dir geht es ja ganz, du hast ja sehr viele Sachen, die an deinem Produkt dranhängen. Also du hast einmal die Fahrradfahrer, sage ich jetzt zum Beispiel, oder auch die Hockeyspieler oder ganz viele verschiedene Sportler, Läufer, die ihre eigenen Welten haben, die sehr viele interessante Themen haben und sehr viele Möglichkeiten haben, mit dir zu kommunizieren und trotzdem themenrelevant zu bleiben. Wie siehst du da den Community-Aufbau für die Zukunft? Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe mir ein bisschen euer Instagram angesehen, ich habe mir ein bisschen hab gesehen, ihr habt auch YouTube und Facebook, klassisch natürlich. Aber die Möglichkeiten sind da bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Was ist da die Idee in der Zukunft? Die Idee ist oder war von Beginn weg, deswegen auch immer dieses Feedback, das ich mir eingeholt habe von Sportlern bei Red Bull. Wir möchten gerne mit Sportlern zusammenarbeiten, deren Reichweite, deren Bekanntheit auch nutzen, um neue Leute zu erreichen, vom Produkt zu erzählen. Mhm. Und gleichzeitig einfach die Fans, die wir haben, auch nutzen, da, mit so Empfehlungsprogrammen auch. Und es geht natürlich auch darum, spannende Inhalte zu schaffen. Du hast es angesprochen, wir sind nicht nur Fahrrad, sondern eben auch Hockey, Auto, Wandern, Fußball. Ich glaube, es gibt kaum Sportler, die keine Trinkflasche benutzen. Ja. Und was wir uns da halt immer auch ein bisschen fragen oder wo intern diskutieren, macht es Sinn, irgendwie in allen Sportarten, wo wir relevant sind, versuchen, ein bisschen Bekanntheit zu erlangen? Oder macht es Sinn, in einer, im Radfahren, ein bisschen mehr Bekanntheit zu erlangen? Das ist so eine strategische Frage. Willst du meine Meinung dazu hören? Ja, gerne. Ich würde mit einer starten und dort mehr Bekanntheit erlangen und dann weitergehen. Also ich würde mich voll fokussieren auf eines, schauen, dass ich dort eine gewisse Position habe und dann aber auf jeden Fall schon von Anfang an wissen, okay, ich gehe jetzt auf mehrere Hochzeiten. Ja. Ja. So hatten wir es uns auch gedacht, dass wir jetzt mal Österreich, Deutschland, Radfahren, eine gewisse Bekanntheit bekommen, dann in Teamsport reingehen,
weil dort eben auch die kurzen Pausen und die Quetschbarkeit wichtig ist. Und da sind wir schon noch ein bisschen im Verzug. Da hätte eigentlich schon, oder wäre eigentlich auch schon mehr los gewesen. Vielleicht nur eine kurze witzige Story dazu. Wir hatten recht lange einen Deal verhandelt mit den Rhein-Neckar-Löwen. Das ist ein Handballteam in Deutschland. Das sind okay. Top 4, haben 10.000 Zuschauer im Stadion. Ja. Also echt groß. Und der Deal war fix. Wir haben Flaschen hingeliefert. Ja. Und da kam dann zwei Wochen später kam die erste Rückmeldung. Schauen wir mal, wie die Flaschen aussehen. Jetzt waren die völlig versaut und hässlich, weil die mit Harz spielen. Die haben Harz an den Händen und am Ball, damit der okay. besser klebt und damit der mehr Grip haben. Okay. Und dieses Harz klebt dann auch an den Flaschen. Okay. Und am Harz dran klebt der ganze Schmutz und so, alles, was ja. sonst so rumfliegt. Und die Flaschen sehen einfach nach zwei Wochen schon aus wie nach fünf Jahren. Okay, das ist ja für dich gut. Das heißt, sie müssen immer wieder welche nachkaufen. Nein, das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist ja schon, dass am Ende die Kigo mit dem Titan halt auch länger hält und die nachhaltigere Lösung ist auch. Mhm. Und das ist schon ein Argument, dass das für die Vereine und viele Leute auch wichtig ist, die Nachhaltigkeit, okay. weil das länger hält. Und wenn eine Flasche nicht mehr gut aussieht, dann ist sie, ja, dann wird es halt auch ausgewechselt. Und ja, und deswegen muss man dann diese Zusammenarbeit wieder beenden, was sehr schade war. Aber es entstehen gerade ein paar neue Zusammenarbeiten. Kann man das irgendwie lösen? Ja. Das ist ein sehr spezielles Problem, das in nur sehr speziellen Situationen entsteht, nicht? Absolut. Und dass wir nicht dran gedacht haben, ärgert mich ein bisschen, aber gleichzeitig. Ja, gibt es das noch irgendwo außer beim Handball? Dieses Harz? Nee. Okay, gut, dann. Ist Handball. Liebe Handballer, sorry, aber wir werden uns dann auf jemanden anderen konzentrieren müssen. Ja, nein, vielleicht kriegen wir es noch im Griff. Die Flasche besteht ja aus mehreren Schichten. Wir experimentieren gerade damit, nochmal eine Schicht dazuzufügen auf der Außenseite, die antihaftend ist, dass dort auch alles gut runtergeht. Aber ja, das ist jetzt halt so ein Learning und da gibt es immer wieder mal so Rückschläge und muss man halt damit umgehen. Ja, also ich sehe das nicht wirklich als Rückschlag. Ja, weil wir wären jetzt definitiv schon weiter, wenn dieser Deal jetzt die ganze Saison gelaufen wäre. Ja. Also ich glaube schon, ja. Da war echt noch viel dran mit Präsentation der Flasche und Vertriebsmöglichkeiten über das Merchandising und so weiter. Ich glaube, es gibt noch sehr viele andere Wege, seine Geschichte zu multiplizieren, also weiter zu erzählen, an viel mehr Leute zu bringen. Auch ohne den Hebel eines prominenten Partners. Also wenn du jetzt dieses Handballteam nimmst und sagst, okay, was ist eigentlich die Funktion? Ist eigentlich, dass sie mit deiner Story ihre Fans erreichen, nicht? Das ist so ungefähr die Idee gewesen. Ja. Aber das ist ein bisschen oldschool, meiner Meinung nach. Es ist sicherlich wirkungsvoll, aber es ist oldschool, weil du Leute irgendwie unterbrichst. Was meine ich damit? Lass mich kurz erklären. Also du sponsorst ein Handballteam und das Handballteam bewirbt dich, aber ohne um Erlaubnis zu fragen. Das heißt, Leute werden unterbrochen, ja? Leute bekommen dein Produkt zu sehen, ohne dass sie danach gefragt haben, ohne dass sie sich vielleicht dafür interessieren und so weiter. Und es gibt nicht wirklich dieses gemeinsame, interessante Thema, das die Fans von denen an dich bindet. Die sind vielleicht gar keine eigenen, selber gar keine Sportler. Vielleicht sind sie einfach nur Fans und schauen zu. Verstehst du? Ja. Also die Streuung ist ein bisschen sehr breit. Ja. Ich glaube, dass du heute die Möglichkeit hast, anstatt dass du ein Handballteam nach Hilfe fragst, das dann streut für dich, dass du die Möglichkeit hast, diese Funds zu nehmen, wie wenig das auch immer sein mag oder wie viel auch immer das sein mag, und über Social Media zum Beispiel herauszusuchen, okay, wer von denen sind die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, und die Story direkt zwischen dir und denen zu schaffen und dann einfach viel mehr zurückbekommst, weil du diesen Streueffekt nicht hast. Mhm. Dieser Streueffekt ist relativ teuer, habe ich mir mal ausgerechnet. Wir können gerne nachher noch einmal darüber reden, wenn wir die Kameras hier ausschalten. Aber das wäre ein interessanter Punkt. Lass mich dir eine Geschichte erzählen, wie das ungefähr funktioniert. Ungefähr, ja, also das ist eine 100 Jahre alte Geschichte, die ich dir jetzt erzählen werde, aber die Idee geht schon in die Richtung. Kennst du die Geschichte von den Michelin-Guide? Content-Marketing, so, oder? Richtig, ja, auf jeden Fall. Ja. Weißt du, wie es dazu gekommen ist und dass das mit den Reifen zu tun hat?
Ja, dass man die Leute wollte, dazu animieren wollte, mehr rumzufahren und Restaurants zu testen. Absolut, oder? Ja. Also das war in Frankreich, soweit ich weiß. Und da ging es genau darum, dass man halt Restaurants vorgestellt hat, die außerhalb der Stadt waren. Mhm. Und dass man so die Leute dazu animieren wollte, aus der Stadt rauszufahren und die Autoreifen abzunutzen, sozusagen. Mhm. Aber man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, und das war gut, wie viel Mehrwert man dem Nutzer eigentlich gibt und vor allem, wie viele Leuten man es gibt, die dann für dich relevante Leute suchen. Und man hat nicht versucht, das eins zu eins jetzt irgendwie als ROI auszurechnen und wie kriege ich das jetzt zurück und so weiter. Nicht? Ja, ja. Es war eine qualitativ hochwertige Art und Weise, es zu kommunizieren. Absolut. Ja. Und bei euch sehe ich 1000 Möglichkeiten. Also wenn du bei den Fahrradfahrern bleiben möchtest, also beim Fahrradfahren, kann allein nur über Fahrräder, was du alles erzählen kannst, oder über Strecken oder über Veranstaltungen und so weiter. Also das sind auf jeden Fall Inhalte, die eine Traube an Leuten schaffen würden, die dir folgen. Mhm. Wenn du denen die ganze Zeit nur von deiner Flasche erzählst, dann würden die Leute bei dir nicht bleiben. Absolut. Nicht? Absolut. Ja, na, ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube, wir haben wirklich, wir kratzen nur ein bisschen an der Oberfläche immer noch. Es ist sehr, sehr rudimentär. Wir haben echt viel Geld und Zeit für die Produktentwicklung verbracht. Und ich glaube, für jedes Startup ist es nicht leicht, so diesen Fokus weg von, am Anfang ist es ja nur Produkt. Ja. Am Anfang willst du dieses Ding zum Leben bringen, es muss gut sein, du musst es vernünftig produzieren können, Qualitätssicherung sicherstellen. Aber irgendwann muss dieser Fokus wandern oder sich erweitern auf Community, Kommunikation, dass es dich gibt, muss raus. Ja, ich sehe es umgekehrt, muss ich dir sagen, Lukas. Ich sehe es umgekehrt. Mhm. Ich sage es auf dem Team immer, ich sage es ganz besonders mit Christian, komme ich immer wieder in so ein bisschen Diskussionsgespräche. Ich bin ja der Meinung, du solltest zuerst Community und dann Produkt. Du könntest Community sogar, bevor du überhaupt eine Ahnung hast, was das Produkt ist. Mhm. Coffee Lifestyler ist so entstanden. Wir haben zuerst Community und wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was unser Produkt sein wird und ob wir überhaupt irgendwann mal ein Produkt haben werden. Mhm. Lass mich diese Geschichte kurz auf dich umlegen. Wie lange bist du schon Sportler? Seit ich 10 bin. Seitdem du 10 bist. Okay, das sind 30 Jahre. Ja. Mhm. Also du hättest potenziell 30 Jahre Zeit gehabt, eine Community, um das Thema Sport aufzubauen, wo fast ein jeder dir geholfen hätte, das Ding nachher zu vertreiben. Ja. Und du hast aber 30 Jahre lang kein Produkt gehabt, hättest aber trotzdem dieselbe Community, weil du bist eines der relevanten Themen, sowohl bei deiner Community als auch bei diesem Produkt. Nicht? Mhm. Ja, das stimmt. Hätte dir geholfen. Absolut. Ich hab heute ein Problem damit, zum Beispiel dem Team zu erklären, hey, baut seine Community auf, macht dasselbe, was Coffee Lifestyler macht. Wenn ich heute ein Café aufmache oder whatever, was für diese Community relevant ist, dann bin ich relativ sicher, dass es voll sein wird. Mhm. Also, dass ich wenigstens eine erste Chance bekommen werde von Leuten mit einem Besuch. Ja? Absolut, absolut. Und ich habe keine Ahnung, was mein Produkt ist. Ja? Ich möchte so ein bisschen den Leuten die Angst davon nehmen. Ja. Aber gut, back to Kigo. Gibt es ein, zwei, drei Sachen gegen Ende einer jeden Sendung, frage ich meine Gäste immer, und das möchte ich auch dich fragen. Gibt es irgendetwas, das du aus deiner Geschichte mit Kigo gelernt hast oder auch aus deinem Leben davor gelernt hast, was du vielleicht den Leuten mitgeben möchtest als Ratschlag, die selber jetzt vielleicht dort sind, wo du warst, bevor du gekündigt hast bei Amazon, die überlegen, soll ich nicht, soll ich mich trauen, soll ich mich nicht trauen, Selbstständigkeit? Es ist ein bisschen die Frage, was in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, wirklich physische Produkte zu entwickeln, ist schon nochmal eine andere Hürde als einen digitalen Service aufzubauen. Also ich glaube, spannend wird es, wenn man beginnt, verschiedene Bereiche zu kombinieren, die so noch nicht kombiniert wurden. Man ist vielleicht in einem Bereich schon zu Hause, da kennt man sich aus, Kaffee. Wenn du dann einen zweiten Bereich dazu nimmst, lass es Sport sein, und du lernst 80% darüber, wie funktioniert das, was gibt es für wichtige Player, was steckt dahinter, und du nimmst noch einen dritten Bereich es könnte sein, Verpackung oder was. Und auch da lernst du wieder 80% darüber. Und wenn du beginnst, so verschiedene Themenwelten oder Bereiche
neu zu kombinieren, wo bis jetzt noch niemand diese Kombination gemacht hat, dann kommen richtig spannende Sachen dabei raus. Wir haben jetzt bei uns haben wir jetzt Metall, Kunststoff, Sport, und wir haben da Leute zusammengebracht, die so noch nie zusammengearbeitet haben vorher. Mhm. Und deswegen haben wir es dann geschafft, wirklich ein innovatives Produkt rauszubringen. Und es gibt so viele Informationen online, YouTube, Blogs, wo auch immer. Mhm. Wenn es um physische Produkte geht, absolut meine wärmste Empfehlung, geht auf Messen. Mhm. Ich war auf der Kosmetikmesse, noch wegen dem Haarspray, mhm, oder dem Helmspray. Und du triffst dort die Leute, die erzählen dir aus dem Nähkästchen alles, was du wissen willst. Du lernst in einem Tag auf einer Messe mehr als in drei Semestern an der Uni. Und zwar relevante Dinge, wirklich Produktion und wie kann man es umsetzen, nicht nur theoretisch. Mhm. Und die empfehlen dich weiter, die sagen, geh an den anderen Stand rüber, da ist der Hans-Peter und sag einen Gruß von mir und dann trinkst dort nochmal einen Kaffee, plauderst ein bisschen mit dem Hans-Peter und lernst noch wieder einen ganzen anderen Bereich kennen. Und es gibt so viele Quellen von Informationen und man muss nicht auf 100% kommen, aber wenn man auf 70-80% kommt in den Bereich, reicht das schon, um in den nächsten, sich den nächsten Themenbereich anzuschauen und dann beginnen so ein bisschen diese Dinge zusammenzubringen. Erlaub mir, dass ich das kurz zusammenfasse, weil ich glaube, du hast einen sehr guten Punkt getroffen. Also wenn man sich überlegt, in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum zu gehen, sollte man immer bereit sein zu lernen. Also, und auf gar keinen Fall glauben, man weiß schon alles. Nein. Also man muss so viel, du machst Buchhaltung, du machst Marketing, du machst Community Management, du machst Produktentwicklung, du machst Finanzierung, du machst Büromanagement, du machst alles und du musst bereit sein, diese Dinge zumindest für eine Zeit auch wirklich alles selber zu machen, weil du kannst dir nicht direkt ein Team hinstellen oder du findest auch nicht unbedingt genau die passenden Leute direkt. Du musst Interesse daran haben, vielseitig zu arbeiten und dann entsprechend auch in diese verschiedenen Bereiche zu lernen. Ja. Unbedingt. Sehr wertvoller Tipp. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, die viele Leute nicht realisieren. Ja. Ja, die glauben, sie müssen die fertige Idee haben und sie müssen alles schon wissen und dann können sie erst starten. Und dabei lernst du, also am Anfang gefühlt 50%, aber nachher, wenn du es wirklich herausfindest, 99% lernst du erst am Weg. Ja, absolut. Ja. Lieber Lukas, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Gerne. Wir werden jetzt ausschalten hier und ein bisschen über Community und so weiter reden. Ja, ist cool. Danke für die Einladung. Echt auch schon spannende Anregungen gekriegt von dir. Danke. Passt.